Hallihallöchen, meine Freunde. Oder soll ich besser sagen, howdy. Und damit herzlich willkommen zu Wild West Dynastie. Ja, ein neues Dynastie, Farmers Dynastie, Lumberjacks Dynastie und jetzt Wild West Dynastie. Das erste Mal, dass ich mich in den wilden Westen begeben werde. Ja, heute rausgekommen, beziehungsweise, heute ist Freitag, also gestern rausgekommen. Ja, Early Access, leider, mal wieder. Early Access ist immer, ja, also ist es halt. Heutzutage gibt's eigentlich fast alles nur noch in Early Access. So, ja, Wild West Dynastie. Was haben wir hier? Fullscreen. Aha. Mouse Sensitivity. Keine Ahnung. Safe. Gameplay. Audio. Ah, Language. Hier. Stellen wir das mal Deutsch ein. So, was haben wir denn? Grafik. Audio. Ja, wunderbar. Gut. V-Sync. Machen wir an. Ich habe natürlich schon mal reingeschaut hier in die Einstellungen, um zu testen. Aber ich glaube, das können wir so alles so lassen. Ja. Mausempfindlichkeit war relativ hoch. Stelle ich mal ein bisschen weniger ein. So, speichern. Okay. X. So, neues Spiel. Loading. Tipp. Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer herstellen. Es schützt gegen die Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I, um es zu platzieren, drücke B. Ja, ich glaube in der Steuerung, das wird ein bisschen tricky. Insgesamt. Mitunter können Gebäude beschädigt werden. In diesem Fall wirst du sie reparieren müssen, indem du mit einem Hammer auf die beschädigten Teile schlägst. Denn so reparieren wir hier im Wilden Westen Dinge. Mit dem Hammer auf die Teile. Ja, dann ist das gut. So, ja, standesgemäß hier mit meinem Sonnenhut. Benutze die WASD-Tasten, um den Spielecharakter zu bewegen. Benutze die Maus, um dich umzusehen. Ja, schön. Los geht's, los geht's. Ein Intro, sehr schön. A story about the Wild West. I can tell you a story. A mom and her kid, they were on their way back home. Their real home, out here, not the fine big New York City. Hadn't hurt a fly in their life. Well, the kid hadn't. They were attacked by outlaws, out of nowhere. Ran the horses to no avail. The mom was picking a gun. Cause hell she was. Ooh. Defended her cub like a bear. But it helped them nothing. Nothing at all. Ooh. Yeah, outlaws. That's your Wild West. If you want a better ending, make your own. Und das werden wir. Wild West Dynasty. Ja. Wurde schon eine Welle angekündigt, da war ich sehr scharf drauf. Weil Dynastie ist, ja, man kennt's ja. Und vor allem wieder mal von Außentoplitz innen Geschmack. So, finde deine Mutter. Main Quest. Ah, da bin ich drüber. Hm, die ist hier oben rechts in der Ecke. Genau unter mir. So, was haben wir hier oben links? Haben wir einen Kompass. Dann haben wir 4 Grad, 8 Grad, 13 Grad. Okay. Oh, wir sind offensichtlich verletzt. Inventory. I. Nein. Craft. Furniture, Resources, Survive, Tools. Tab ist Inventory. Ah, okay. So sehen wir alles aus. Aha, aha. Resources, Food. Alles schön durch. Fertigkeiten.
Fertigkeiten. Okay, ein Journal. Moment, da war noch mehr. Meister, Schleimherz, ah, okay. Gut, ich hoffe mal, wir werden nicht gleich so krass reingeworfen. So. Wir finden unsere Mutter. Wir können, es gibt leider keine... Huch, was war das? Ah, Big Bush. Die Maus ist immer noch sehr schnell. Ich habe auch schon, wo ich reingeschaut habe, habe ich versucht, das zu ändern. Das geht leider nicht. Und wir können uns auch nur so von außen sehen. Wir sind... Was sind wir denn dafür? Wir sehen ziemlich lustlos aus. Dafür, dass wir Schmerzen haben, offensichtlich. Ja, ich habe schon durchgeschaut. Was ist das denn? P. Okay. Da dreht sich einfach die Kamera. Hier können wir so, da können wir hier, können wir schlagen offensichtlich. So, was haben wir noch? Wieder P gedrückt. Ja, hoch. Also da, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Wir können hier Hosen durchschalten. Und was ist mir auch noch aufgefallen? Ach ja, und hier können wir Oberteile durchschalten. Auf scharf S. Und auf Punkt und Komma kann man Hosen durchschalten. Aber, hoch, wenn man dann ins Inventar geht, ist immer noch so alles beim Alten. Toll, jetzt was hat er denn für Klamotten an? Braun, hellbraun und rotes Halstuch. Das möchte ich gern wieder haben. Braun, hellbraun und rotes Halstuch. Okay, einen Moment, ich hab's gleich. Das hier ist es, glaube ich. Ja. Und die Hose? Ist eine Jeanshose und Schuhe. Ah, das hier, oder? Ja, ich glaube, das passt. Okay. Ja, ich weiß nicht, die Tasten sollten, glaube ich, nicht mehr da sein. Egal, wir gehen mal hin. Finde deine Mutter. Dakota. Ach, er heißt Dakota, okay. Mama, Mama, kannst du mich hören? Da bist du. Du bist am Leben, das ist gut. Wie fühlst du dich? Mein Kopf tut weh und mein Ellenbogen, ich wurde angeschossen. Aber du stehst noch, es wird dir sicher bald besser gehen. Ich zeige dir ein paar Pflanzen und... Was ist mit dir, Mama? Haben sie dich getroffen? Du blutest. Keine Sorge, kurzer. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, nur ein bisschen Blut. Es sind nur meine Beine, ich kann sie nicht bewegen. Das ist schlimm genug, ich hole Hilfe. Nein, wir sind zu weit weg von Hope entfernt. Und es wird schon dunkel, du musst deinen Unterschlupf finden. Hancocks Höhle ist nicht weit. Ich lasse dich nicht zurück. Ich kann nicht mitkommen, meine Beine, ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Finde deine Mutter. Aufheben. Hebe deine Mutter auf. Wir haben Mutter aufgehoben. So, da ist so ein Pfeil, 33 Meter. Ach, hier oben im Kompass, okay. Hancocks Höhle. Kann ich rennen? Shift? Nein. Shift geht nicht. Hancocks Cave. Area unlocked. Sind ein bisschen dunkel, ne? So, und jetzt? Hier. Suche Schutz. Kann ich Mutter da hinlegen? Mit F? Gut. Nochmal sprechen. Gut gemacht, Kurzer. Wir sollten hier sicher sein. Mama, deine Wunde blutet wieder. Wer kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Zuerst nimmst du das hier. Die Besitzurkunde zu unserem Land und... Was ist das? Sicherlich hat doch mein geliebter Kurzer schon von Dungarees neuester Erfindung gehört. Die Dagurotopie. Aber die wurde doch erst vor kurzem erfunden. Es gibt hier einen Tüftler, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig sind die Leute, die hier abgebildet sind.
Wer ist das? Wir. Lass mich dir zeigen. Das bin ich. Das Kleine auf dem Arm. Das bist du und das ist dein Vater. Er steht, was? Neben Roger. Roger? Ein Freund. Er hat versucht zwischen uns und deinen Geschwistern zu vermitteln. Dein Bruder und deine Schwester, die sind hier rechts. Ich habe einen Bruder und eine Schwester? Mama, warum hast du mir nie gesagt? Oh je, so viel Gerede. Wir haben uns entfremdet, könnte man sagen. Deine Schwester, naja, sie hatte einen eigenen Kopf. Ist gut und schlecht. Dein Bruder dagegen, ich wollte nicht, dass du wirst wie er. Ich erzähle dir alles, aber zuerst musst du die Stöcke und Steine sammeln und ein Feuer machen. Ein Feuer? Und deine Verletzung zu behandeln? Nein, mein Schatz, du erinnerst dich nicht, aber es wird hier nachts ganz schrecklich kalt. So kalt. Jetzt hat sie mir noch mit der Peitsche gegeben. Mach jetzt! Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer erstellen. Es schützt gegen die Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I und es zu platzieren. Drücke B. Escape schließen. So, okay. Recipe unlocked. Tent. Sammle Materialien für ein Lagerfeuer. Stick. Stöcke und Steine erlauben es dir, eine erste Lagerfeuer herzustellen. Warte, kannst du so schnell drücken? I. Gut. Steine. Stöcke. Und prack. Prack. Stein. Wie viel brauche ich denn davon? Keine Ahnung. Warum läuft er nicht los? Er sammelt und dann drücke ich und nichts passiert. Completed. Ah, okay, das reicht wohl offensichtlich. Entzünde das Lager. Ach, wie toll. Hier direkt bei ihr liegen auch noch Steine und Stöcke. So, komm, gib her. So. Lagerfeuer. Survive. Ja, das hier. Campfire, ha? Huh? Okay, wir bauen. Und offensichtlich haben wir im Inventar. Was mit B kann ich platzieren? Campfire in Stock. Ah, okay. Das ist quasi das Inventar für Gebautes. So, hier bei Mama. Hier so. Oder hier so. Hier so. Anzünden, eh. Ah, gut. Ja. Mama, was sagst du? Gut gemacht, Kurzer. Sehr gut. Es ist Zeit zum Ausruhen. Du siehst erschöpft aus. Schlaf. Ich glaube, du hast recht. Mir ist etwas schwindelig. Morgen stehen wir aber ganz früh auf und schaffen dich zu einem Arzt, versprochen. Natürlich, Kurzer, das machen wir morgen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin, wo ich sein will. Das ist meine Höhle. Mein kleines Geheimnis. Geheimnis? Nichts, nichts, mein Schatz. Schlaf schön und hab keine Angst vor nichts. Nichts hier draußen. Nein, das ist zu Hause. Ich weiß, alles wird gut. Wenn nur. Ich glaube, die ist morgen tot. Die redet so komisch. She never finished those words. They were her last. She died that night. In her most favorite place of all. I know she didn't want to. I know she fought. She would never have left you like this. In a foreign world. In such danger. Devastated. After you tried so hard. But sometimes. We have no choice. Und kein Bild. Weil schwarz. Ah, jetzt haben wir. I always hated funerals. Wasn't the reason why I didn't attend this one. Only learned about it later. I should have been there. Been there for a child who lost a mom, a past, a future. Should have protected you. Should have. Too many should haves. Rest in peace, Phoebe. I promise, no more missed opportunities. Phoebe? Hieß die nicht anders? Ah ne, da stand immer nur Mother dran, ne? Wir sind Dakota. Oh nein, da ist das Grab. Aber schöne Blümchen hier. Und, oh, schön hell. Uäh, krass. Okay. Was haben wir denn hier? Kann man das nehmen? Ja.
Eine Laterne kann in der Nacht, oh, die Laterne sieht auch sehr schön aus, kann in der Nacht auch beim Laufen benutzt werden. Über eine Schnelltaste kannst du griffbereit werden, die Laterne aus und klick darauf, einen freien Slot einzuschalten, drücke dann entsprechende Schnelltaste 1 bis 9. Nach einer Weile muss das Öl der Laterne aufgefüllt werden. Nach einer Weile. Ja, wo kann ich das machen? Hier. Schnelltaste. Wo ist die denn? Hier. Und jetzt ausrüsten, Kategorie wechseln oder 1 drücken. So, jetzt ist er auf der 1. Oder? Ah. Und so ist er an. Aha, und das Öl geht aber schnell. Boah, wir sind immer noch voll verletzt. Entschuldigung. Was soll ich machen? Finde den Einödhof. Einödhof. Okay, wir finden. Moment, was war hier? Da war doch noch was. Was ist das? Nichts. Kann ich das Lagerfeuer wieder mitnehmen? Nö. Hier gibt's noch diese Höhle. Oh, da ist eine Axt. Eine Pickaxt. Spitzhacke. Pickaxt. Und ein Fass. Interagieren. Da ist was drin. Cracker. Preis 0,01. Kann ich das? Ah, sehr gut. Okay. Wunderbar. Guck mal an. Was haben wir hier? Nichts. Eine Kiste. Ah, die Maus ist viel zu schnell. Leute. Hilfe, Hilfe. Ach, und V-Sync ist wieder aus und ja, wir sehen schon. Der Fluch des Early Access. So, speichern. Bringt wahrscheinlich nichts. Weiter. Nee, bringt gar nichts. Ich kann hier auch speichern, sehe ich. Autosave, empty, empty. Hierhin? Ja? Reicht das? Okay, ich muss offensichtlich warten. Ja, gut. So. Wir müssen mal schnell zum Einödhof. Haben wir hier auch noch was? Oh ja, Can of Beans. Und Redstone. Was auch immer Redstone ist. Und wofür auch immer Redstone ist. Was ist das? Nichts. Da unten ist was, ne? Die Laufgeräusche sind seltsam. Und die Maus ist immer noch so schnell. Also ich schätze mal, da gibt es dann demnächst ein Patch, hoffe ich mal. Der zumindest mal ein paar Sachen behebt. Wie zum Beispiel die nicht vorhandene Area Unlocked, Hermit Farm. For Farm. Die nicht vorhandene Maus Langsammachung. So, was haben wir hier? Corn, Cracker. Kann ich vielleicht mal, sollte ich vielleicht mal was essen? Nein, nicht so. Huch. Ed Hancock. Boah. Dreht sich hier rum. So, guter Herr, können Sie mir helfen? Keine Zeit für Geschäfte, ich bin selbst beschäftigt. Was? Ich bin selbst geschäftig. Meine Mutter und ich wurden Outlaws angegriffen und sie getötet und mich für die Garde zurückgelassen. Tut mir leid, wenn's denn wahr ist. Möglich passiert hier, weißt du, vor allem, weil das nächste Fort weit weg ist und der Sheriff korrupt. Damit habe ich nichts zu schaffen. Aber Sir, ich bin verletzt, ich sterbe, bitte. Ich bin doch kein Haustier, es geht um mein Leben. Für eine Leiche bist du verdammt laut, wenn du mich fragst. Und viel zu nervtötend auch noch. Siehst nicht, dass ich hier sähe? Wirklich? Eine hohe Kunst der Agrikultur hat mir bisher, hat sich mir bisher verschlossen. Wenn meine Bücher aber nicht gänzlich falsch lagen, braucht man zum Säen doch Saatgut, oder? Sicher, letzte Woche habe ich gepflügt, so ein Kraut rausgerissen und jetzt werde ich diese... Scheiße! Was?
Er muss die Samen drinnen auf dem Tisch vergessen haben. Weißt du was? Lauf ins Haus und bring sie mir. Dann können wir reden. Quest completed. In welches Haus? In dieses Haus? Okay, die Tür geht sehr merkwürdig auf. Oh, können wir hier vielleicht uns bedienen überall? Ja, vielleicht eher nicht. Ich lass das mal. Sieht's. Ist da irgendwo eine Uhrzeit? Es ist... Was? Ist jetzt schon wieder Nacht oder was? Hä? Was ist das denn? Da war doch gerade noch Tag. Hey, hier. Wo bist du? Ach, da auf dem Boden. Ihre Samen, sie waren dort, wo sie gesagt haben. Nebenbei, was soll ich draus wachsen? Na, Hafer war's schon. Der Prärieboden ist voll Gras gemacht. Also wächst Getreide ziemlich gut. Könnte Weizen für Brot und Gerste für Bier anbauen, aber Hafer ist hier draußen Grundnahrungsmittel. Bring mir die Hacke da drüben. Die Hacke. Die Hacke. Könnte ich denn dann mal nicht sterben? Geht das? Dass ich mal ein bisschen Hilfe bekomme? Wo ist die Hacke? Was? Wo? Warum ist schon wieder Nacht? Das ist nicht... Hä? Wo ist die Hacke? Ist der auch hier drin? Hallo? Wo ist denn die Hacke? Hier? Ho. Aha. Mit einer Hacke kannst du ein Feld anlegen. Nachdem du die Größe des Feldes gemessen hast, kannst du die Hacke benutzen, um den Boden vorzubereiten. Danach säst du, bringst Dünger aus und bewässerst das Feld. Wenn all das getan ist, musst du nur noch warten, bis zum Jahreszeitenwechsel warten und die durch den Munden werden. Und durch den Munden, wieder werden die Feldfrüchte bereit zur Ernte sein. Sehr gut. Wo ist er? Ed? Sie. Huch, was ist denn das? Truthähner. Huch, es wird der Zeit, Erde verteilen. Vorsichtig Blatt rücken. Und schon fertig. Können Sie mir jetzt helfen? Helfen, ich hab gesagt, wir können reden. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Ed Hancock. Hancock. Das ist mein Hof. Ich kann Fremde nicht leiden. Und hab viel zu viel Arbeit. Hancock? Wie in Hancocks Höhle? Ja, yeah. Nach meiner Großmutter Amelie Hancock. Amelia Hancock. Große Entdeckerin. Eine der wenigen Frauen, die alleine hier rausgekommen sind. Abgesehen von den Verheirateten, die ihre Männer gefolgt sind und den Huren, klar. Und deine Großmutter war? Nichts davon, ich sagte doch, sie war Entdeckerin. Aber wenn sie nicht verheiratet war, wie konnte sie dann Kinder und danach Enkelkinder haben? Willst du mich vergaggern? Warte, ich glaub's ja nicht. Du meinst das ernst? Wie alt bist du noch? Alt genug. Ja, sicher. Lass mich raten, eine vollkommen behütete Stadtgöre. Gut, schauen wir uns deinen Arm an. Es ist sehr schlimm, werde ich sterben? Ganz sicher sogar. Aber nicht heute. Die Kugel hat dir die Haut aufgerissen und einen Fetzen Fleisch mitgenommen, aber nichts Ernstes. Nur wenn sich das entzündet, wird's ungemütlich. Zum Glück wachsen hier überall Agaven. Agaven? Wieso zum Glück? Ja, wieso ist das Glück? Weil sie da viele Pflanzen. Das konnte ich kurz machen. Agave dient Azteken Speise, Trankkleidung, Schreibmaterial. Heutzutage ist die noch verdammt wichtig, vor allem wenn sie Saft verhindert, nämlich Infektionen. Geh uns am Level hier. Das wäre nicht. Huch, und ich hüpfe auch ab und zu. So, Agaven. Hier wohl nicht. Es ist kalt und ich blute. Und latsche herum. Ah, hier, 96 Meter. Der wollte mich nur weglocken. Der hat keinen Bock auf mich. Was ist das hier? Schmetterlinge. Riesengroße
Monsterschmetterlinge. Oh, ich sehne dem ersten Patch wohlwollend entgegen. Also Agaven sind diese Dinger mit den Spitzen, ne? Ah, hier, ja, genau. Agave. Agave. Wie viele? Agave. Reicht das? Hep. Der rollt aber schön. Kann sich gut abrollen, der Gute. So, dann würde ich sagen, bevor wir... Huch. Ah, Ausdauer. Zu Ende. Bevor wir ihm die Agaven bringen, machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder. Oder übermorgen. Oder nein, wahrscheinlich schon morgen. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Wild West Dynasty. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.